Also das hier vorgestellte Möbel ist ein Schreibsekretär oder Schreibschrank. Es wurde Ende des 18. Jahrhunderts in Berlin gefertigt von einem bekannten Berliner Kunstschreiner, einem Ebenisten mit dem Namen Hammann. Und man erkennt diese Möbel von dem Herrn Hammann auch oft daran, dass er sehr schöne vergoldete Büsten der Königin Luise als Kapitelle auf Säulen herstellen ließ und angebracht hat. Das Möbel ist in Mahagoni furniert, auf Eiche und Fichte und ist ein besonders schönes Beispiel für den deutschen Klassizismus. Diese Schreibmöbel, diese Schreibschränke oder Sekretäre waren besonders hier in Deutschland, aber auch in den osteuropäischen Ländern, auch in Österreich sehr beliebt. Das sind eben Schreibtische mit einer Klappe, die man runterstellen konnte, während in Frankreich mehr die Flachschreibtische Mode waren, die sogenannten Büroplats. Dieses Möbel ist ein interessantes Beispiel für zahlreiche Geheimfächer. Geheimfächer waren gerade im 18. und auch noch im 19. sehr beliebt, weil nicht jeder hatte einen Safe und so konnte man Wertsachen wie Schmuck, aber auch zum Teil Geld oder sonstige Dinge verstecken. Ich meine, die Diebe hatten natürlich immer ein gutes Auge und haben wahrscheinlich oft gesehen, wo diese Hohlräume in den Möbeln waren. Und so findet man leider öfter sehr brutal aufgebrochene Schreibmöbel, an denen man sehen kann, dass da diese Leute fündig geworden sind. Aber ich habe im Laufe der Zeit mehrere Möbel gehabt, also besonders eben Schreibmöbel, die sehr raffinierte Geheimfächer hatten und die lange Zeit nicht geöffnet waren. Leider einen großen Goldschatz in einem Lederbeutel habe ich nie gefunden, aber man hat so einiges gefunden, zum Beispiel sehr schöne Bibeln oder Gesangbücher in Leder gebunden mit Silberschließen. Sehr viel Korrespondenz von Vorbesitzern, also Briefe und auch Schreibutensilien. Also da leider habe ich nie etwas wirklich Wertvolles gefunden, aber es waren noch immer Dinge, die ja sehr interessant waren, weil man Eindruck von der Zeit kriegte und etwas lesen konnte und sich zurückversetzen konnte in Zeiten vor einigen hundert Jahren.